Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe ganz viele Mails bzw. Nachrichten und Kommentare von euch bekommen, dass doch einige interessiert sind am Ref generell, was erwartet mich und so weiter und so fort. Deswegen dachte ich, ich mache, wie jetzt zu den Schottland-Videos auch, eine Woche nur zum Referendariat. Deswegen schaut die Woche mal öfters auf meinem Kanal hier vorbei, denn es kommen noch ein paar Videos. Aber das erste Video heute soll sich erstmal darum drehen, was kann ich an allgemeinen Tipps zum Referendariat raushauen. Und das war gar nicht so einfach, weil ich doch immer aus diesem Kontext rausgedacht habe, ich mache Ref in Baden-Württemberg und wir haben ein ganz bestimmtes System und für das System habe ich Tipps. Aber ich habe es jetzt hingekriegt, 8 Tipps zu formulieren, die allgemeingültig sind, egal wo ihr Referendariat macht. Aber es ist natürlich schon immer mit diesem Hintergedanken, ich mache in Bavü Ref, wenn bei euch irgendwelche Sachen nicht zutreffen, weil das System anders ist, dann, naja, ihr wisst, wie ich meine, ne? Aber ich hoffe, es hilft euch auf jeden Fall weiter und ohne viel zu schnacken, legen wir direkt los. Tipp Nummer 1. Es gibt eine Hierarchie und die solltet ihr auch stets im Hinterkopf behalten und beachten. Ich habe leider ein paar Negativbeispiele mitbekommen, wo Referendare vergessen haben, wo sie in dieser Hierarchie an der Schule stehen und sich so Ärger mit anderen Kollegen eingehandelt haben. Es klingt zwar ein bisschen doof, aber ihr seid einfach das letzte Glied der Nahrungskette. Wenn nicht zufällig Praktikanten da sind, seid ihr einfach ganz unten und ihr seid auch diejenigen, die von anderen abhängig sind im Moment. Es ist ein bisschen eine doofe Situation, aber ihr müsst eben dann im Hinterkopf behalten, euch rennt keiner hinterher. Ihr müsst den Leuten hinterherrennen und ihr müsst die Leute fragen und ihr müsst aber umgekehrt auch nehmen, was ihr bekommt. Also, ich will damit jetzt nicht sagen, nehmt einfach alles so hin, wie es ist, aber bevor ihr euch über irgendetwas beschwert, bedenkt halt, die sind in der Hierarchie gerade nochmal einen Ticken über euch. Und auch wenn es sich jetzt so anfühlt, so yay, ich bin richtige Lehrerin und bla bla, wir sind immer noch in der Ausbildung. Wenn euch ein Kollege oder eine Kollegin eben mal etwas sagt, dann nehmt das auch an und denkt euch vielleicht euren Teil, aber sagt es nicht unbedingt. Ihr müsst eben einfach bedenken, zumindest in Baden-Württemberg, ich denke, es wird in anderen Bundesländern ähnlich sein, bekommt man noch eine Schulleiternote am Ende und es ist schon wichtig, was man auch für einen Eindruck im Kollegium hinterlässt. Und ich meine damit nicht, dass ihr jetzt falsch sein sollt oder euch super freundlich bei Leuten einschleimen sollt, das merken die Leute ja auch, aber einfach vielleicht manchmal, wo ihr euch denkt so, oh Gott, was redet der denn für einen Mist, ist einfach mal für euch behalten und eben nicht sagen und auch nicht anfangen zu meckern, wenn ihr auf einmal nicht in den Klassen sein könnt, wo ihr gerne sein würdet und so weiter und so fort. Bedenkt einfach die Hierarchie. Der nächste Tipp geht eigentlich schon direkt in die gleiche Richtung, nämlich es geht um Absprachen. Ganz wichtig ist, dass ihr Absprachen einhaltet, egal mit wem, sei es mit eurem Fachleiter, mit euren Mentoren, mit den Lehrern, bei denen ihr mitlauft und. Ihr müsst diese Absprachen wirklich einhalten, denn auch wenn es sich so anfühlt, als würdet ihr im Referendariat irgendwie den Stress eures Lebens haben, die Kollegen um euch herum, die haben noch viel vollere Stundenpläne. Glaubt's mir. So das, was man mitkriegt, also ich komme auch selbst aus dem Lehrerhaushalt, da ist eine kleine Referendarin oder ein kleiner Referendar, der da irgendwie gesagt hat, ich schicke noch was per Mail, das ist nichts, wo die nochmal hinterherumrennen und 10-mal fragen und so weiter und so fort. Die verlassen sich darauf, dass ihr euch an das haltet, was abgesprochen ist. Und dazu kommt auch noch zum Thema Absprachen, wenn ihr zum Beispiel zu jemandem gesagt habt, oh, ich würde gerne mal mit in den Unterricht kommen und so, dann kann es auch gut sein, dass die Kollegin eine besonders tolle Stunde vorbereitet hat oder vielleicht sich sogar was überlegt hat, wie sie euch mit einbinden kann. Und dann einfach nicht zu der Stunde aufzutauchen, ist nicht nur unhöflich, sondern auch respektlos. Und deswegen sind Absprachen ein A und O, gerade auch bei den Leuten, die euch irgendwann mal benoten und einen gewissen Eindruck von euch haben. Zuverlässigkeit kommt rüber und das merken sich die Leute und was sie sich noch viel, viel mehr merken, ist, wenn ihr unzuverlässig seid. Deswegen immer an die Absprachen halten. Ganz wichtig und vor allem auch für euch selbst total bereichernd sind Kontakte im Kollegium. Ich bin an der Schule mit einem phänomenalen Kollegium, also sie sind wirklich super, super nett und ich habe auch das Glück, dass ich sehr schnell von meiner Mentorin ins Kollegium mit eingebunden wurde. Wirklich nicht nur als so, das ist jetzt die Referendarin, bitteschön, ja, sondern auch wirklich, dass man mit den Leuten mal über andere Sachen als nur Schule redet oder dass sie einem auch mit Rat und Tat beiseite stehen. Also ich profitiere davon ungemein von diesen Kontakten im Kollegium auch. Nicht nur professionell, beruflich gesehen, sondern auch privat. Das kann ich jedem nur ans Herz legen. Wenn ein Stuhl frei ist am Tisch mit den vielen Lehrern, setzt euch dazu. Und wenn ihr eigentlich was anderes machen wolltet in der Freistunde, wenn ihr seht, da ist ein Lehrer, der vielleicht sogar ein gleiches Fach hat wie ihr oder gar nicht, muss ja nicht mal sein, setzt euch dahin, redet mit dem, redet auch mal mit den Lehrern, mit denen ihr sonst noch nicht so viel geredet habt. Gerade sowas wie Lehrerausflüge etc. sind wunderbare Gelegenheiten, auch sowas wie eine Gesamtlehrerkonferenz.
setzt euch bei den Leuten hin und redet mit denen. Bleibt nicht in eurem Referendariatspulk zusammen. Ich weiß, das ist sehr verlockend, so dieses, oh, ich kenne jetzt meine Referendarskolleginnen und Kollegen und bei denen bleibe ich, sondern lernt auch die anderen kennen. Denn zum einen erfahrt ihr so immer, was gerade los ist, weil ihr auch diesen Austausch zwischen den, ich sag mal, Vollzeitlehrern mitbekommt. Ihr erfahrt, was noch für Konferenzen anstehen, die ihr vielleicht übersehen habt, Schulveranstaltungen. Ihr bekommt aus dem Schulleben wirklich alles mit. Und das sind auch die Kollegen, die an euch denken, wenn sie zum Beispiel mal, keine Ahnung, ein Buch doppelt haben. Sagen sie, hey, die Mareike, die hat doch auch Englisch, der gebe ich mal das Buch noch. Also das ist absolut Gold wert. Und wie schon gesagt, auch in privater Hinsicht, man gewinnt ja auch Freunde und nicht nur Kollegen. Alle meine Tipps gehen so ein bisschen ineinander über, deswegen der vierte Tipp passt da auch wunderbar dazu. Das Schulleben ist super wichtig. Und auch wieder, das ist immer, ja, mir gefällt das nicht so, dass so ein zweischneidiges Schwert ist. Denn ihr müsst auf der einen Seite, müsst ihr euch einfach super gut präsentieren innerhalb der Schule, weil ihr eben benotet werdet. Und ihr müsst quasi auftauchen zu so Sachen. Also jetzt völlig unabhängig, ob ihr das wollt oder nicht, wenn Schulfest ist, habt ihr da zu sein. Und da könnt ihr nicht mit irgendeiner lahmen Ausrede kommen von, oh, meine Großtante hat Geburtstag. Ja, das ist für euch eine Schulveranstaltung. Es gehört auch einfach zu den Pflichten eines Lehrers, das ist alles so verankert. Und das solltet ihr auch wirklich tun. Und zwar nicht nur, um euch sehen zu lassen, sondern zeigt auch, dass ihr es wirklich wollt. Engagiert euch auf irgendeine Art und Weise. Also als Rallye-Referendarin ist man halt prädestiniert für den Schulgottesdienst, was mir aber auch super viel Spaß gemacht hat. Also es ist auch, die Kollegen sind froh, wenn jemand kommt und mal die Verantwortung für irgendetwas übernimmt und die geben euch auch sehr gerne die Verantwortung, sagen dann auch hier, bitte, mach es. Wir sind froh, wenn es jemand macht. Aber auch so Sachen wie Schulfest, ich fand, das war ein wunderschöner Tag bei uns, plus Projekttage, bietet ein Projekt an, wenn ein Schulkonzert ist, geht hin, all so Sachen. Auch wieder, es gibt diese zwei Seiten. Zum einen, ihr präsentiert euch gut, ihr kommt gut an. Zum anderen lernt ihr die Schüler besser kennen. Also auf so außerschulischen Veranstaltungen, da sind die immer noch mal viel offener. Ihr lernt aber auch die anderen Lehrer besser kennen. Und diese Connections, die sind Gold wert. Spätestens, wenn ihr dann eigene Klassen habt oder so. An dem Punkt bin ich ja jetzt kurz davor, deswegen, da werde ich auf jeden Fall nochmal berichten. Aber ich habe jetzt schon gemerkt, es ist gut, andere Leute zu kennen, die vielleicht mit einem in der Klasse sind oder um sich da gegenseitig zu unterstützen. So, jetzt gehen wir mal kurz raus aus der Schule für den nächsten Tipp, nämlich das ist wirklich einer, ich glaube, das ist mit der wichtigste Tipp. Ihr müsst eine gute Work-Life-Balance haben. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ihr abends um 8 mal den PC ausmacht und euch dann Zeit für eure Freunde oder euren Freund nehmt oder was auch immer, sondern wirklich, dass ihr im Allgemeinen ein System findet, wie ihr Work und Life voneinander völlig trennt und euch für beides Zeit nehmt. Ich habe das Glück, oder das heißt Glück, ich habe eine Wochenendbeziehung und dadurch ergibt sich automatisch, dass bei mir das Wochenende schulfrei ist. Wenn ich nicht unbedingt noch was machen muss und wirklich das ist notfallmäßig, dann mache ich nichts am Wochenende. Wirklich absolut gar nichts. Von Freitagabend bis Sonntagabend, da liegt bei mir alles still, da wird nichts für die Schule gemacht. Und es ist so wichtig, dass ich mir auch diese Zeit nehme, wirklich ganz abzuschalten. Dafür muss ich halt Montag bis Donnerstag ziemlich ranklotzen. Also da werden es halt auch später Abend, immer bis um 10 oder so, dass ich da sitze und was mache. Aber dafür habe ich eben die Wochenenden frei und wir müssen uns nichts vormachen. Im Ref hat man schon viel zu tun, so ist es nicht. Also ich finde, es ist schaffbar und es ist nicht, ihr müsst eine Nachtschicht nach der anderen einlegen. Dazu komme ich gleich noch. Aber ihr braucht unbedingt einen Ausgleich. Gebt auf keinen Fall euer Hobby auf. Nehmt euch bewusst Zeit. Wenn ihr euch immer mit einer Freundin mittwochabends zum Seriengucken getroffen habt, behaltet das bei, auf jeden Fall. Damit ihr selber euch einen Feierabend gönnt, denn wir wissen, als Lehrer hat man eigentlich nie Feierabend, weil es immer noch irgendetwas zu tun gibt. Der nächste Tipp zielt dann auch schon auf die Organisation ab. Seid organisiert. Und das klingt jetzt vielleicht wirklich ein bisschen drastisch, aber die Organisation, die fängt schon eigentlich vor eurem Referendariat an. Nämlich damit, dass ihr euch übers REF informiert. Und das ist in jedem Bundesland anders und es gibt auch von Seminar zu Seminar verschiedene Konzepte, verschiedene Regelungen und so weiter. Also ich meine es wirklich ernst, ich habe meine Seminarinfo vorher durchgelesen und ich habe sie so oft durchgelesen und mit verschiedenen Post-its markiert, dass ich sie gefühlt auswendig kann. Und so bin ich aber auch auf alles vorbereitet. Ich weiß genau, wann mein erster Lehrprobenzeitraum ist, wann meine Schulrechtsprüfungen ungefähr sind, bla bla bla, all so Sachen. Das weiß ich, weiß, was auf mich zukommt, ich weiß aber auch, für die Sachen muss ich mich stressen und für die erstmal nicht. Also es gibt Sachen, die sind noch in weiter Zukunft, da kann ich jetzt erstmal nichts machen. Ich weiß aber auch, für welche Sachen ich schon jetzt vorausplanen muss. So Sachen wie, welche Themen lege ich mir im kommenden Schuljahr wohin? Denn irgendwann ist ja Lehrprobe und dann möchte ich ja ein schönes Thema haben. So Sachen, das muss man natürlich jetzt schon bedenken und dann muss man eben auch auf dem Schirm haben, wann sind meine Lehrproben.
Ich habe auch direkt am Anfang des Schuljahres, beziehungsweise nicht Anfang des Schuljahres, als ich angefangen habe im Januar, habe ich mir auf der Schulhomepage im Schulkalender alle schulischen Termine rausgeschrieben. Und zwar alle. Ich habe die direkt fest in meinen Kalender eingetragen, damit ich die auf dem Schirm hatte. Und das waren auch so Sachen, wir haben zum Glück einen sehr guten Schulkalender, auch Konferenzen und so weiter, wann ist welche Klasse weg und sowas alles. Denn dann kommen keine bösen Überraschungen und ihr seid auch immer informiert, ihr wisst einfach Bescheid. Die andere Seite der Planung ist eben das Ganze, wie plane ich Unterricht sinnig, wie bereite ich auch für längere Strecken was vor und so weiter und so fort, wie gelange ich an mein Material. Dazu kommt die Woche nochmal ein ganzes extra Video, deswegen werde ich es hier kurz und knapp halten. Wichtig ist einfach, ihr seid organisiert. Dann der nächste Tipp, dreht sich ums Material, geht ein bisschen in die Unterrichtsvorbereitung, deswegen will ich hier auch nicht ganz so viel zu sagen. Nur als Tipp, nehmt alles an Material mit, was ihr irgendwie bekommen könnt, weil ihr irgendwie eure Augen drauflegen könnt, nehmt es mit. Denn es wird euch immer mal wieder so gehen, dass ihr dann doch da sitzt, so, oh Mist, ich finde partout gar nichts dazu. Und ich bin ein großer Fan von Material selbst erstellen, aber viele Lehrer haben sich auch schon diese Mühe gemacht und haben ganz tolles Material schon erstellt oder irgendwo her kopiert. Und auch wenn ich bei vielen Material erstmal so war, so, oh, ob ich das jemals gebrauchen werde, ich habe alles eingesackt. Und ich habe jetzt erstmal nach dem ersten halben Jahr habe ich ein bisschen ausgemistet, so, okay, gut, das werde ich wirklich nicht brauchen oder das werde ich garantiert so nicht machen. Aber nehmt alles mal mit, man kann es alles gebrauchen. Und in dem Zusammenhang fragt auch Lehrer, gerade erfahrene Lehrer. Ich habe jetzt mit einem recht erfahrenen Lehrer zusammengearbeitet, der hat mich überhäuft mit Material und da ist richtig viel gutes Zeug dabei, auch gerade irgendwelche Zeitungsartikel, Videoausschnitte, die ihr überhaupt nicht mehr kriegen könnt. Die haben auch alle möglichen Filme oder so, haben die parat auf dem USB-Stick. Alles mitnehmen, ja. Also was auch immer ihr irgendwie kriegen könnt an Materialien, sagt's ein. Und der letzte Tipp ist auch einer, der mir sehr am Herzen liegt und das ist, ich weiß nicht, wie ich das so ganz formulieren soll. Ignoriert eure Mitreferendare, wäre, glaube ich, nicht so ganz die richtige Formulierung. Mitreferendare sind was ganz, ganz Tolles, sei es an der Schule selbst, sei es am Seminar. Man kann sich sehr beistehen in Stunden, wo es einem nicht so gut geht. Ich bin zum Beispiel in einer Seminarsgruppe drin, die ist ein Traum, die ist wie so eine zweite Familie, wir unterstützen uns alle gegenseitig. Und die sind auch super zum Materialaustausch und zum Ideenaustausch. Da kann man auch mal sagen, hier, ich halte nächste Woche eine Stunde darüber. Ich habe keine Ahnung, was sagt ihr dazu? Aber es gibt auch gewisse Mitreferendare, die müsst ihr ausblenden, ignorieren, labern lassen. Denn, also ich habe das Gefühl, es wird so eine Panik vor dem Ref gemacht und aber auch noch während dem Ref. Es ist die schlimmste Zeit eures Lebens, es ist der Horror schlechthin. Ihr kennt die ganzen Sprüche. Das muss es nicht sein. Jede Ref-Erfahrung ist völlig unterschiedlich. Also jeder denkt, ich verarsche die, wenn ich sage, das Ref ist für mich die schönste Zeit meines Lebens bisher. Also das letzte halbe Jahr war der absolute Hammer. Ich liebe meinen Job. Ich bin jeden Tag gerne in die Schule gegangen und habe meine Sachen gemacht. Und es ist für mich, ich habe so viel Glück auf so vielen Ebenen. Also ich habe eine tolle Schule, ich habe super Schüler, ich habe gute Klassen gehabt, ich hatte Top-Betreuung, super Mentoren, tolles Kollegium, es passt einfach. Am Seminar habe ich tolle Leute gehabt und das sind viele Faktoren, die könnt ihr natürlich nicht beeinflussen. Und mir ist auch bewusst, dass nicht jeder so eine Erfahrung hat, aber es gibt eben Mitreferendare, die fragt ihr nur, und wie geht's dir? Und die legen euch da eins hin, was alles gut furchtbar gerade läuft und das ganze Leben ist scheiße und sowieso jede einzelne Stunde, die sie machen müssen, da sitzen sie Stunden daran und dann erzählen die euch auch so viel, dass ihr irgendwann anfangt an euch selbst zu zweifeln, so dieses, mach ich irgendwas verkehrt und nein, ich habe daran noch nicht gedacht, ich muss das noch abgeben und oh mein Gott, und dann fängt man selbst an in Panik zu geraten und man wird selber ganz gestresst, so okay, die machen alle so viel oder irgendwie bei denen läuft das und das nicht, wieso läuft das bei mir gut, ich mache bestimmt was verkehrt. Und das muss man manchmal einfach ausblenden. Manche Menschen, ich glaube, die meinen das alle nicht böse, ich glaube, die sind wirklich sehr, sehr gestresst und es tut mir auch immer sehr, sehr leid für die Leute, aber man darf das nicht an sich ranlassen. Man kann da der optimistische, positive Freund sein und sagen, hey, es wird besser und vielleicht nicht sagen, guck mal, wie gut es bei mir läuft, ja, es kommt nicht so gut. Aber ihr wisst, wie ich meine, es gibt einfach Leute, die jammern sehr gerne und das kann einen selbst oft sehr runterziehen. Und da müsst ihr euch selbst verschützen, denn euch werden auch viele, die mit dem Ref fertig sind, werden euch Angst machen. Die werden einfach sagen, oh, es ist so schlimm und es ist so furchtbar und ich muss sagen, ich bin jetzt natürlich auch noch ein bisschen blauäugig, weil ich habe erst das erste halbe Jahr rum. Da kommt noch ein ganzes Jahr und wer weiß, vielleicht sage ich nach dem Jahr auch, es war der Horror schlechthin. Aber bisher vertrete ich einfach die feste Meinung,
es muss nicht so schlimm sein, wie alle immer sagen. Es kann auch schön sein und das hängt an euch, aber auch an dem ganzen Umfeld ab. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Mitreferendare sind was Tolles, aber nehmt nicht immer alles zu Herzen, was Leute um euch herum sagen, womit sie Panik verbreiten. Das gehört auch wieder dazu, wenn ihr gut organisiert und gut geplant seid, dann braucht ihr auch keine Panik zu haben. Ganz einfach. Ich hoffe, diese Tipps haben euch vielleicht ein bisschen weitergeholfen, wenn ihr gerade im Ref seid, beziehungsweise wenn ihr bald das Ref anfangt. Ich weiß ja nicht, in manchen Bundesländern, da fängt es zu den merkwürdigsten Terminen an. Deswegen, irgendjemand fängt bestimmt bald mit dem Ref an. Von daher, ich wünsche euch alles, alles Gute, hoffe, dass ihr an eine tolle Schule mit tollen Schülern kommt und wenn nicht, dann macht ihr auch das Beste raus. Behaltet einfach diese Tipps im Hinterkopf und dann wird das schon. Ich drücke euch alle Daumen. Wenn ihr mehr zu dem Thema oder generell mehr von mir hier auf dem Kanal sehen wollt, klickt doch noch schnell abonnieren, dann sehen wir uns auch demnächst wieder und ich wünsche euch noch alles Gute. Macht's gut! Tschüss!